Herr Bürgermeister, einmal im Jahr gibt es gratis Frühstück und eine Menge Leute von Wiener Neudorf sind gekommen, weil du hast das herrlichste Wetter bestellt. Ja, also wie gesagt, wir sind Fairtrade-Gemeinde und einmal im Jahr machen wir ein sogenanntes Fairtrade-Frühstück. Also lauter Produkte, die auf Fairtrade-Basis gemacht werden. Ja, wenn ich mir den Zuspruch anschaue, müssen wir uns eigentlich in Zukunft überlegen, ob wir das vielleicht sogar zweimal im Jahr machen. Aber ja, es freut mich. Wir sind ja schon bei Regen da gesessen. Das weiß man ja im Vorhinein nicht, wenn wir diese Veranstaltung organisieren. Diesmal wollten wir es genau zum Schulbeginn machen, weil wir gesagt haben, da sind viele Mamas, Papas, Omas unterwegs, die die Kinder auch in die Schule bringen in der Früh und können hier gleich zu einem Frühstück vorbeikommen. Und heuer dürften wir es recht gut erwischt haben. Wir haben ja in Wiener Neudorf auch einen entsprechenden Laden, der auch heute dieses Frühstück betreut. Ja, das ist die Frau Buchur mit ihrem sogenannten Schlossmühlladen, die das Frühstück eigentlich seit Jahren für uns macht. Und ich habe sie nur gebeten, dies ein bisschen mehr zu machen, weil ich erwarte mehr Gäste und es war wirklich der Fall. Und wir so gut besucht wie heute waren wir noch nie. Ja, sehr wichtig, ne? Nein, es muss auch alles wegkommen, das ist klar. Ja. Ich habe gerade gehört, Sie sind schon fertig mit dem Essen. Ja, ist das wirklich wahr? Es hat sehr gut geschmeckt. Was haben Sie alles gegessen? So ein Mozzarella, Tomatensalat, ein Spiegelei und ein bisschen Schinken. Aha. Und ein paar bunte Paradeiser, weil das ist die Vielfalt da. Die kriegt man so nicht da. Ja. Naja, wir haben ja einen speziellen Laden in der Schlossmühlgasse, wo ja, man das schon alles bekommt, wenn man hingeht. Wenn man in der Nähe ist, ja. Na, das werde ich einmal hinschauen dann. Okay, dann alles Gute und holen Sie noch was. Genügend da. Dankeschön, danke. Mahlzeit, Damen und Herren, Grüße. Sie haben schon fest gespeist, habe ich gerade gesehen. Was haben Sie denn alles Gutes gegessen? Ich habe erst begonnen. Ich habe mir alles genommen. Ein Ei habe ich mir genommen. Dann habe ich mir den Mozzarella mit Tomaten genommen. Und natürlich ein bisschen Käse mit Wecker. Und einen Tee trinke ich jetzt. Und da wünschen wir alles Gute noch. Gell? Und holen Sie dann noch, was ist genug da. Ja, danke schön. Vielen Dank. Dankeschön. Schönen Tag noch. Liebe Familie, ihr habt fest gegessen jetzt. Jetzt wollte ich gerne fragen, wie es geschmeckt hat. Sehr gut, danke. Ja. Das war wirklich gut. Ja. Ja. Ihnen auch? Ja, gute Sache zu machen. Sehr gute Produkte. Und wir haben genossen. Alles gesund, gell? Alles gesunde Produkte. Glaube ich schon, ja. Vielen Dank. Und die Tochter hat auch geschmeckt? Ja, auch. Sie genießt. Genießt, gell? Ja, danke schön. Schönen Tag mit Sie. Gesund bleiben. Danke. Meine Damen, schönen guten Morgen. Und ich sehe, Sie haben da sehr gute Sachen alle ausgesucht. Was haben Sie noch alles gegessen? Ha? Jede Menge. Ein bisschen von der Wurst und vom Käse, vom Bäckerl und Brot. Also eine Birne. Die kommt jetzt noch spät, gell? Ja. Und Ihnen hat es auch geschmeckt? Danke. Fairtrade Frühstück heute in Wiener Neudorf und Sie haben sich auch hierher gefunden, nicht? Und was haben Sie denn alles rausgesagt? Ich habe mir ein wunderbares Spiegelei genommen, ein Käse, Tomaten, Paprika, ein Liptauer, ein bisschen ein Schinken, Brot und ein Salzstangerl. Und jetzt hole ich mir dann noch einen Kaffee und ich finde das eine wunderbare Einführung. Das ist jetzt, glaube ich, schon das vierte oder fünfte Mal und es werden immer mehr Leute und Fairtrade muss man unterstützen. Gnädige Frau, Sie haben sich auch gerade etwas Gutes ausgesucht hier beim Fairtrade-Frühstück. Ja. Es schaut ja blendend aus. Nicht nur das Frühstück, auch die Dame. Dankeschön. Nein, es ist sehr köstlich. Wir sind schon zum zweiten Mal da. Heute? Nein, also letztes Jahr war es auch schon. Ja. Da waren wir schon sehr begeistert. Ja. Das ist eine ganz super gute Sache. Also auch der Kaffee, hätte man nicht gedacht, das ist ein bisschen biologisch Fairtrade, aber ja, hat einen tollen Geschmack alles. Immer wieder. Tut mir leid für dieses Hinten. Nein, alles gut, zuerst, alles die Bühne so ordentlich, haben wir noch genau, ja. Ich habe noch nicht gedacht, genau, ja.
Dankeschön. In Wiener Neudorf gibt es wieder das berühmte Fairtrade-Frühstück. Und ausgerichtet wird das von deinem Unternehmen, gell? Ja, genau. Und wo ist es und was hast du und wo können die Leute hingehen und was bekommen sie dann? Es ist vom Schlossmüllladen in Wiener Neudorf in der Schlossmüllgasse. Wir sind jetzt aber übersiedelt in die Gaswerkgasse 6. Hatten jetzt über den Sommer geschlossen, werden jetzt im Herbst wieder aufmachen. Mhm. Da gibt es alle Bioprodukte, die man für den alltäglichen Bedarf benötigt. Sprich Wurst, Käse, Schinken, Milch, Eier, also alle Milchprodukte, Fleischprodukte, Wurstwaren, Fisch, Gemüse und alles hauptsächlich von kleinen Anbietern. Sehr vieles aus dem Waldviertel. Nicht? Und die Palette im Geschäft muss man natürlich irgendwie aufrechterhalten. Ne? Ja, das stimmt. Das würde es würde ein Problem verursachen. Jedoch machen wir das so, dass wir hauptsächlich auf Kundenbestellungen unsere Ware bestellen. Sprich, das wird ganz frisch geliefert. Also wir bekommen die Lieferungen meistens von Donnerstag auf Freitag in der Nacht und die Ware wird am Mittwoch, also frühestens am Mittwoch hergerichtet von den Bauern und von den Betrieben und dadurch ist es sehr frisch. Im Vergleich zu einem normalen Supermarkt oder auch einem Bio-Supermarkt, wo die Lieferkette ungefähr 2 Wochen dauert, ist es bei uns 1 bis 2 Tage. Super. Das heißt, es macht dann Sinn, wenn man die Kontaktadressen bei dem Video gleich einblendet, ne? Dass die Leute anrufen können oder eine Mail schreiben. Ne? Natürlich macht es Sinn, ja. Gut, ich habe selber noch heute nichts bekommen, aber ich muss zuerst arbeiten und dann könnte es mir so gehen wie im vorigen Jahr, da war nichts mehr da. Nein, das wird heute nicht passieren, wir sind gut bestückt und es ist genug da, also bitte einfach, sobald deine Arbeit zu Ende ist. Danke auf jeden Fall, dass ihr euch da bereitgestellt habt, weil so ohne ist ja das auch nicht, das Organisieren. Ne? Das stimmt, aber dieses Mal habe ich tatkräftige Unterstützung mit. Wir haben auch eine Montagefirma für Aluanlagen, also Carports, Terrassenüberdachungen, Zäune und so weiter und Photovoltaik. Und ich habe heute die ganzen Herren eingeteilt und sie dürfen alle brav mitarbeiten am Vormittag und am Nachmittag dürfen sie montieren fahren. Ah. Und dadurch. Aber was essen, zum Essen kriegen sie auch, ne? Ja, das immer nicht so, ein bisschen was dürfen sie zusammen, ja. Okay, viel Erfolg noch, gell? Dankeschön, danke fürs Interview. Tschüss.